Hol dir jetzt dein Abo. MySports, das ist Hockey. Da hat Ambri Piotta in den dunklen Heimtrikots, die Gäste in Weiß. Und Ambri spielt von rechts nach links in diesem ersten Abschnitt. Auf geht's! Die Scheibe in der offensiven Zone. Dauphin, der neue Kanadier in den Reihen von Ambri. Dauphin mit dem Abschluss vor dem Tor. Kneubühl allerdings an Terraneo fest. Riva kommt mit der rennt sich da fest. Bleibt aber immer noch in Scheibenbesitz. Schön zurückgelegt an der Abschluss von Kovács. So bei den Zugern die Top-Linie auf dem Eis mit Kovács. Marcini mit dem Schuss zum Tor. Und er punktet in jeder Saison immer weiter, Lino Marcini. Natürlich sieht hier Gons nicht besonders vorteilhaft aus. Gibt es jetzt schon den ersten Wechsel, frische Kräfte kommen. Nirtanen, Eckenberger, Pezzullo und da vorne. So, dann wird gefährlich und Kneubühler trifft. 1:1. Ja, ich habe Ihrem Ruf gerecht heute Abend. 5. Powerplay-Tor. Keine Abwehrmöglichkeit für Cennoni. Das ist ein super Abschluss. Eckenberger vorbei, dann findet er an der blauen Linie Hansson. Wieder Muckli, wieder Hansson und freie Sicht für Kong. Dauphin muss abdrehen. Bekommt hier nochmal eine Chance. Wüthrich! Was wäre das für eine Geschichte? Hat nicht viel gefehlt. Der Junge, 18-Jährige, sorgt dafür Wirbel. Schön durchgesteckt, Tor! Attilio Biasca mit der Torpremiere! Sein Vater gespielt hat, anfangs der 80er Jahre, feiert er nicht nur sein National League Debüt hier, er feiert seine Torpremiere. Willkommen, Attilio Biasca. Powerplay für das Heimteam. Bürgler. Gleich in den Abschluss, aber Kovács bei Zug auf dem Eis. Und Cennoni im Tor. Abschluss. Noch eine Chance für Bürgler. Für Herzog ist es der 2. Saisontreffer. Stehen also gleich da, aber trotzdem fühlen sie sich nicht gleich. So, das war's. 3:1, auch das Endres. Hol dir jetzt dein Abo. MySports, das ist Hockey.